Hallo, liebe Freunde des Festivals Junger Künstler Bayreuth. Mein Name ist Sophia Schambeck und ich bin Blockflötistin. Und letzten August hatte ich das Vergnügen, gemeinsam mit der Komponistin Marta Halajun beim Festival Junger Künstler eine Werkstatt und ein Werkstattkonzert zu veranstalten. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben im Zentrum, im Hauptquartier des Festivals gewissermaßen, mit Lautsprechern, mit Live-Electronics, mit verschiedenen Instrumenten, das ist nur ein Teil meiner Blockflötensammlung, experimentiert und etwas Neues entwickelt, ein Konzertformat, in dem nicht der klassische Verlauf eines Konzerts abläuft, also Stück, Moderation vielleicht, Applaus, Verbeugen, nächstes Stück, sondern ein Gesamtkunstwerk. Und in diesem Gesamtkunstwerk haben wir naturinspirierte Musik mit Raumklängen, mit Improvisationen, mit Live-Electronics verbunden. Und es ist eine Art Erlebniskonzert, kann man eigentlich fast sagen, für den Zuhörer entstanden. Und das haben wir in einer Kunstgalerie in Bayreuth aufführen dürfen. Und für uns war es großartig, dass das Festival uns den Raum und die Technik zur Verfügung gestellt hat, dass wir etwas Neues wagen konnten. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ist auch ein gewisses Risiko. Sowas kann schon auch schief gehen. Wir hatten Glück, weil es hat alles gut geklappt. Und deswegen werden Marta und ich nächsten August zurückkehren. Und da werden wir das ganze Lost in Nature Projekt, so hieß unsere Werkstatt, eine Stufe weiterbringen. Und wir werden auch mit anderen Künstlern kollaborieren. Das ist eine von den für mich tollsten Aspekten des Festivals Junger Künstler Bayreuth. Es ist nicht so, dass man hinfährt und wieder geht, sondern man trifft viele interessante Leute, auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Und ja, wir sind schon sehr gespannt, was passieren wird. Es wird auf jeden Fall toll. Und wir freuen uns sehr. Eine gute Zeit und viele Grüße aus München.